Herzlich willkommen bei Nacktmull TV. Heute geht's weiter mit Tropico 3 Absolute Power. Wir sind bei der zweiten Mission und haben jetzt die erste Auswahl. Wie man an den Namen schon erkennen kann, ist das Ganze jetzt ein bisschen humoristischer gestaltet. Tja, sie leben unter uns. Zurück in die Vergangenheit. Nee, wir gehen zu La Chupacabra. Ah, El Chupacabra. Touristen. Ah, okay. Na gut. Touristen verarschen, das ist doch genau unser Ding. Ja, wir haben wieder unseren Freund. Den popsingenden Pirat. Und dann schauen wir uns das Inselchen doch mal an. Oh, 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 oh. Was ein schöner Strand. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Mais. Das sieht ja schon toll aus. Das wird ja immer schlimmer. Ach du meine Güte. Ja komm, nur irgendwas zu essen müsst ihr uns anpflanzen lassen, also. Hier gibt's ja gar nichts. Kaffee, Tabak. Tabak. Ja, aber Tabak kann man nie essen. Eisen, Bauxit. Gold, nichts, Öl. Fischerei. Abholzung. Weiden. Ah ja, okay. Gut, und die Schönheit? Ja, das hätte mich jetzt aber auch schwer getroffen, wenn das hier kein schönes Fleckchen gewesen wäre. So, damit ist die erste Aufgabe natürlich ganz einfach. Wir haben nämlich gar nichts zu essen. Wir brauchen ein paar Ranches. Aber das ist ja keine allzu große Tragik. Die können wir ja problemlos bauen. So, machen wir mal zwei mit Vieh. Und basteln hierhin noch zwei mit Ziegen. So, ja, machen wir die hier so. Soll ja alles ein bisschen ordentlich aussehen. So. Ja, hier haben wir eine Garage, das reicht fürs Erste. Tja, geldtechnisch ist das jetzt natürlich ein Problem. Also, wir können Tabak anpflanzen, das ist gut. Aber letzten Endes, selbstverständlich, nur eine Notlösung. So, dann sind wir schon mal hier. Dann gehen wir hier wieder hoch. Oh, ich weiß nicht, also bei Absolute Power da lassen sich hier die Wege teilweise echt super legen. Hier habe ich es ein bisschen vermasselt, aber ich finde, die lassen sich hier echt schön bauen. So, und hier rein machen wir, wenn möglich, ein bisschen die Wohnungen für unsere Strandarbeiter. So, und wegen dem Geld können wir Tabak anpflanzen. Wir unterbrechen dieses Programm für eine wichtige Durchsage. Wacht auf, Leute! Ihr wurdet getäuscht und einer Gehirnwäsche unterzogen durch die Lügen des gewaltsamen Regimes, welcher ihr Regierung nennt. Mein Name ist Betty Boom. Folgt mir und ich zeige euch, wie tief der Kaninchenbau wirklich führt. Ihr sollt nicht immer auf meiner Insel rumgraben. Mann. Ich wette ja, wo meine kleinen Geheimnisse haben dürfen. Oh, ich habe ein kleines Häuschen gezogen mit den Straßen. Schaut mal. Oh, das ist nicht niedlich. Cool. So, Löhne wieder auf 6 und Feuer. So, warten wir mal auf die erste Nachricht. Schauen wir mal, was die von uns wollen. Also, es tut mir leid, dass wir die Wette verloren haben und die Insel regieren müssen. Die Möglichkeiten für die Industrie sind nicht wirklich gut.
ist nicht so schön. Aus diesem Grund können wir nicht viele Touristen anlocken. Aha, aha, aha. Okay. Er hat aber ein paar Schritte vor uns, um die Touristen herzulocken. Da bin ich ja mal gespannt. Ich fand den Strand eigentlich jetzt gar nicht so übel von Schönheit her gesehen. Ja. Aber wird wahrscheinlich dann schon so eingestellt sein, dass da jetzt nicht so viel geht mit der Touristen. Aber ey, das Ding ist ja ganz schön lang. Ist ja interessant. So, um unseren Tourismus zu erhöhen, sollten wir die Insel in Isla Monstruoso umbenennen und dann erfinden wir eine Art Ungeheuer. La Chupacabra klingt Latino genug und Südamerika ist gleich um die Ecke. Aha, aha, aha. Okay. Ja, hört sich nach einem brauchbaren Plan an bis jetzt. Bis jetzt muss ich auch noch nicht viel dafür machen. Also Jungs, ich fände es klasse, wenn er was zu essen macht. So, damit der Schwindel funktioniert, brauchen wir eine große Gruppe von Touristen, die glauben, dass wir ein Ungeheuer gesehen haben. Wir müssen viele Ziegenfarmen bauen. Aha, aha, aha. Okay. Ziegenfarmen bekehren Touristen in der Nähe. Wird aber nicht exportiert. Oh, dann müssen wir hier gleich mal auf Vieh stellen, damit unser Essen sichergestellt ist. Ja, toll, Leute. In der Nähe von Attraktionen Ziegenfarmen aufstellen. Ja. Bauen wir halt einige von den Attraktionen mit hier oben hin. Wird schon irgendwie klappen. Gibt's dafür irgendwie eine Vorlage oder so? Nee. Lassen Sie die Touristen an La Chupacabra glauben. 100. Ja, doch. Okay. Jetzt müssen wir erstmal das aufbauen, was wir hier haben. So. Kommt das erste Schiffchen und bringt gar nichts mit. Sehr schön. Boah, ja, wir sollen die also an Ziegenfarmen vorbeischleusen. Ja gut, so gesehen nicht das größte Problem, aber... Ja gut, das hilft ja alles nicht. Wir machen erst nochmal noch ein Mietshaus. So. Und da kommt die Jungs. Bauen, 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 bauen. Wir müssen zuallererst mal zusehen, dass die Nummer hier läuft. Essen muss da sein. Und wenigstens so eine Art Grundeinkommen mit dem Tabak. Wie lange haben wir eigentlich Zeit? Sagt mir keiner. Ich glaube 21 Jahre war im Moment der Schnitt. So, zwei neue Einwanderer. Da gab es noch ein bisschen Geld. So, Ranches werden gebaut. Ah, das ist jetzt schwierig hier am Anfang, wo ich hinbauen soll und so. Ja, hier oben ist die Frage, wie die Schönheit das im Allgemeinen ist. Ja, es geht eigentlich grün. Ja, hier ist dunkelrot, das ist also eher schlecht. Aber hier oben könnten wir sozusagen das mit den Ziegenfarmen
Ja, das könnte man ein bisschen mixen. Da könnte man schön ein paar von den Attraktionen hinmachen. Und gleichzeitig die Ziegen farmen. Das würde funktionieren. So. Die Dinge gehen viel zu langsam voran. Wir brauchen etwas Großes. Lass sie uns einen Mann verschwinden und sagen, dass er zum Versteck von Chupacabra geschleppt wurde. Aha. Die grundlegenden Dinge fest. Welche Farbe hat Chupacabra? Schwarz. Hätte ich doch mal anfangen sollen mit einem Touristenhafen. Ja. So. Wir brauchen natürlich hier direkt eine Garage. Das hilft nichts. Ja, müssen wir die Leute hier erstmal arbeiten lassen. Ah, das mit den Weiden hier ist gar nicht mal so dumm, das ist eigentlich eine schöne Sache. Jetzt am Anfang wird da noch viel exportiert werden, denke ich, was gleichzeitig uns ein bisschen Geld bringt. Die Geschichte breitet sich aus, wir werden mehr von unserem Reisebüro erhalten. Die Leute, die auf Reisen gehen, werden ab sofort mit großer Wahrscheinlichkeit mehr an Chupacabra glauben. Okay. Wir müssen mal bauen, lass mal auch mal 5 Minütchen Zeit. Oi, mei, mei. So, die Farben stehen aber soweit. Das ist doch schon mal gut. Da kommt das Schiff schon wieder. Ein hoher Offizieller, der laut Berichten seit letzter Woche vermisst wurde, wurde mit seiner Geliebten bei dem Versuch gefunden, die Insel zu verlassen. Der darauf folgende Streit zwischen der Frau des Beamten und seiner Geliebten hatte die Verletzung von 7 Zuschauern zur Folge. Der Beamte wird laut Berichten erneut vermisst. Tja, sowas passiert ab und zu mal. Ja, das ist gut. Brauchen wir hier die ersten Bungalows. Machen wir mal 8 Stück. Das sind 16 Touristen. Das sollte für den Anfang ganz gut sein. Ich darf es im Moment halt auch nicht übertreiben. So, Ziegenfarm ist gebaut. Ah, Garage ist ebenfalls fertig, das ist schon mal gut. Und hier sind wir auch fertig. So, die Leute stellen mehr Fragen bezüglich La Chupacabra. Welche Augenfarbe hat Chupacabra? Ja, glühendes Rot. Wenn ich schwarze Haut habe, muss so glühend rot die Augen sein. Kann ja nicht schwarz in schwarz machen hier. Aber nicht, dass dann einige von euch jetzt heute Nacht Albträume bekommen, ne? Also, da übernehme ich keine Verantwortung für. Ja, vor allem du, Flott Autobot. Ja, du solltest doch vorsichtig sein. Ganz schlimme Sache. Da kommt schon, Jungs. Irgendeiner mal hier bauen. 5 neue Einwanderer. Also jetzt läuft es doch ganz gut. Jetzt müssen wir die Jungs noch dazu kriegen, dass sie hinten die Bungalows aufbauen und dann sind wir schon mal einen guten Schritt weiter. Ich glaube, das ist ein Bauarbeiter. Ist es einer? Ja. Und da wird gebaut. Bungalow Nummer 1, das heißt auch gleichzeitig, wir können die erste
Strandanlage setzen. Die Strandanlage ist eine billige Geschichte, kostet nicht viel und hält die meisten Touristen eine ganze Zeit lang bei Laune. So, jetzt können wir noch ein bisschen unsere Jobangebote ausgleichen und können zusehen, dass das erste Geld reinbekommt, dass wir auch die Sachen wie Schulen und so bauen können. Wie schon am Anfang eigentlich geplant, möchte ich dann jetzt doch hier, wo alles rot ist für Touristen, eher meine Leutchen hinbringen. Also die, die für die Touristen arbeiten müssen. Wieso ist denn die Kurve zu scharf? Also jetzt erzählt er mir wieder ein Zeug. So, wenn wir jetzt dann noch ein paar Fischerhütten oder so brauchen. Wie groß sind die Zähne von der Chupacabra? So groß wie Kokosnüsse. Naja. La Chupacabra frisst auch nur die bösen YouTube-User, die nicht voten oder kommentieren. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Kaboom! Dies ist TNT und ich bin Juanito. Mehrere Intellektuelle haben darauf hingewiesen, dass die Kinder von Tropico ungebildet sind und kaum lesen oder schreiben können. Besorgt um die Zukunft der Insel fordern sie den Bau einer neuen Oberschule. Ja, toll. Ja, alles Bekehrtgläubige, nur ich bin noch nicht so weit. Echt super. Wir haben noch nicht mal einen Touristen hier. So, aber wir haben jetzt Geld für eine Oberschule. Dann werden wir die auch gleich mal aufbauen. Mann. Ach, im Baubüro da sind sie wieder so richtig lahmarschig. Boah, schon wieder Hütten, Häuser, alles was geht. Naja, das Geld kommt langsam rein, aber es kommt. Und die ersten Touristen müssten jetzt auch bald kommen. Ach, zwei haben wir schon. So, Oberschule ist im Bau. Ja, toll, einer. Das wird wohl nicht gleich fertig werden. Ja, dritter Bungalow. Arbeitskräfte, 5 freie Jobangebote. Nicht so schön. Und 3 Touristen. 14 neue Einwanderer. Jetzt habt ihr aber zugesehen. Ja, müsst ihr nur fertig bauen. So, naja, in dem Fall werden wir hier noch ein Mietshaus aufstellen. Dass das momentan alles ein bisschen ausgeglichen wird. Das ist Betty Wu mit einer täglichen Portion Wahrheit. Heutige Neuigkeiten. Unser betrügerischer Führer hat sich damit gerühmt, dass Tropico seine Beziehungen zu den unmoralischen Vereinigten Staaten verbesserte. Ich sage euch Leute, aus der Zusammenarbeit mit dieser Supermacht wird nichts Gutes herauskommen. Es ist eine allgemeine Tatsache, dass die CIA die Zügel in Amerika in der Hand hält. Und wenn ihr mich fragt, sind sie für die Wahl von El Presidente verantwortlich. Ha, müssen wir das bin überzeugt, sie werden ihre neue Leben auf den anderen Inseln mögen. Ach, 6 Bürger da rausgeschmissen. Na toll. Ja, haben wir einen mit Oberschulbildung? Eine. Ja, Listenbildung. Ja. Excelencia? Theoretisch schon. So eine hier. Schauen wir mal, ob die dann dahin geht. Ja, wunderbar. Gut, gut, gut. Haben wir denn jetzt Überschuss mit Arbeitern? Ja.
Okay, das kommt mir gerade recht. Ich will noch ein Baubüro. Ja, da waren wir gar nicht rum. Und eine Garage noch hier hin. So. Gut. Das wird ja hier sonst nichts mit mir. Da, 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 da. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, da wird's gebaut, mein zweites Baubüro. Meine Bauarbeiter bauen mein zweites Baubüro. Wir brauchen mehr Glaubwürdigkeit. Lassen Sie uns lehren. Stellen Sie einige Professoren auf der Insel an. Unsere Wissenschaftler sind derart unfähig, dass sie glauben werden, bei dem Kratzeleien im Museum handelt es sich um Spuren. Ah, ja. Ach so, ich soll... Ah. Jetzt verstehe ich. Ja, wir bauen aber statt da jetzt einfach einen einzustellen, bauen wir direkt eine Hochschule. Das macht meiner Meinung nach mehr Sinn. So. Ja, ich hoffe mal, sobald das zweite Baubüro steht, geht das alles ein bisschen schneller. Und da steht es. Ja, gut. Ich hätte mir ein paar Arbeiter mehr gewünscht. Also, ja, gebe ich 12 Arbeitslose. Also jetzt. Macht mir ja nie rum. Rein da. Hier. Gut, wird besser. So. Da kommt die zweite Garage. Sehr gut. So, und los hier rein und arbeiten. Gut. So gefällt mir das. Und dann bestellen wir uns hierfür gleich einen Hochschullehrer. Achso, wir haben ja die Schule. Ach, ihr müsst mir doch sagen, ich vergesse doch sowas immer. Ja, und die soziale Absicherung mit dem doppelten Rationen, da warten wir mal lieber noch ein bisschen. Ja, wir haben einen industriellen Boom, bla 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 bla. Hier ist Betty Boom, die heute speziell für El Presidente sendet. Die Menschen sind es leid, auf einem Schrottplatz leben zu müssen. Die unfähige Regierung hat unsere paradiesische Insel in einen Müllhaufen verwandelt. Wenn in dieser Sache nichts unternommen wird, werden unsere Bewohner mutieren und ins offene Meer flüchten. Die Erlösung des Homo Tropicus liegt in euren Händen. Na kommt schon, Hochschule bauen. Der Homo Tropicus kann im Meer bleiben. Oh, ich sehe schon, es wird wieder nicht fertig. Oh, 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 Glück gehabt. Die heutigen Nachrichten. Die Demokratie klopft an die Tür des El Presidente, da die Leute von Tropico im kommenden Jahr Wahlen fordern. Wird dies das Ende des tyrannischen Regimes von Presidente bedeuten? Lass die Stimme des Volkes sprechen. Wir werden nicht scheitern. Adelante, compañeros! So, jetzt können wir ja endlich Touristensachen auch aufbauen. 7 neue Einwanderer. Gut, wir haben 12 freie Jobangebote, also wegen den Schulen. Ah, da gehen wir hier gleich mal auf 3 Ausbilder und hier gehen wir auf 4. Wir machen ja diesmal nicht so viel mit Oberschulbildung und so weiter. So. Schlechte Gesundheitsversorgung, ja, das ändern wir gleich alles. Gut. Damit haben wir die erste Versorgung. Ja, weil das Chupacabra ein militärisches Geheimnis handelt, das schiefgelaufen ist. Richten Sie Waffenfabriken und die Leute werden diese Geschichte für glaubhaft erhalten. Ja, sonst noch Wünsche. Ich komme überhaupt nicht hinterher, was der alles von mir will. Ich finde den Plan irgendwie doof, jetzt so im Nachhinein betrachtet. So.
Schule. Nix Schule. Kirche. Kirche. Klinik. Klinik. So. So viel zu den Anfängen. Und Mietshaus. Hab's schon versemmelt. Mann. So. Ach so, das ist falsch rum, darum. So, Arbeit. Ja, die Bungalows sind auch schon aufgebaut, das ist natürlich sehr schön. An der Kirche wird gebastelt. Ah ja, das gefällt mir alles schon besser. Zwei Baubüros sind einfach doch schöner zu handhaben als nur eines. So, ein Kindheitsmuseum. Die nationalen Verräter, sogenannte Anhänger, wollen die Errichtung eines Museums, das der Kindheit des Präsidenten gewidmet ist. Macht euch an die Arbeit, wir wollen es haben. Meine Kameraden werden ein Auge darauf haben, wer dieses Museum aufsucht. Sollte die Revolution siegreich sein, wird dann jeder seine Schuld bezahlen. Gott mag barmherzig sein. Der Widerstand ist es nicht. Nee, wir haben schon zwei Stück bekehrt. Ja, irgendwie erscheint mir das ein bisschen zu einfach von der Mission her. So einen riesigen Strand und so. Kommt mir etwas komisch vor. So, aber die erste Arztpraxis steht. Die Kirche steht. Wie sieht's bei den Nahrungsmitteln aus? 211 Mahlzeiten. Aha, der produziert überhaupt keine. Na gut, wir haben erst 100 Leute, ne? Von dem her ist es nicht weiter verwunderlich. So, wir kommen hier nochmal einen Marktplatz hin und werden auch hier einen herbauen. Gut. So, dann gibt es hierher eine Garage. Fehlt noch ein bisschen die Arbeitskräfte jetzt. Ja, 1 zu 12 vielleicht doch mal ein Dingens bauen, Dingenskissen, Kirchen, ihr wisst schon. Einwanderungsbüro. Tut mir heute wieder ein bisschen schwer, ich weiß nicht. Ich fresse heute wieder die ganzen Wörter. Naja, wenn man Einwanderungsbehörde brauchen, dann braucht man eine Einwanderungsbehörde. So, kann ich mal auf hochsetzen. Brauchen wir auch hier für Arbeiter. Ah, drei Stück. Ach, drei. Gut. Ja, vier Stück haben das schon besucht. Ja, sechs. Keine Ahnung. Scheint gut zu laufen. Ja, das ging jetzt aber schnell. Da stellen wir mal zwei Stück für an. So. Dann haben wir hier noch die Kirche und den Marktplatz. Die Zahl der Rebellen wächst. 80% der Stimmen gehören uns. Rebellen, Rebellen, Rebellen. Ach ja, ein Rebell, ein Soldat. Na toll. Ja, Armee zu klein. Sympathisanten des Militärs haben ihre Sorge darüber geäußert, dass die Zahl der auf der Insel stationierten Soldaten und Generäle nicht ausreicht, um die Nation zu verteidigen.
Wenn ihr jemals darüber nachdachtet, euch der Armee anzuschließen, ist es jetzt an der Zeit, den entscheidenden Schritt zu wagen. Onkel Pedro braucht euch. Na, kommt schon, Leute. Okay, es ist genügend Geld da. Das heißt, wir können zwar jetzt nichts bauen, was produziert oder so, aber... Ich, Betty Boom, bin von euch, den Einwohnern von Tropico, sehr enttäuscht. Wie eine Herde Schafe habt ihr für dasselbe tyrannische Regime gestimmt, das auf eure Freiheit spuckt und auf euren Rechten herumtrampelt. Wenn ihr imstande wärt, weiter als bis auf eure Nasenspitze zu schauen, würdet ihr auch die Lügen von El Presidente erkennen. Öffnet eure Herzen der Wahrheit und sie wird euch befreien. Was ich gerade sagen wollte, da wir jetzt so wenig Arbeiter haben und nichts bauen können, was produziert bzw. Arbeitskräfte benötigt, habe ich mich jetzt entschieden, dank unseres doch recht guten Vermögens ein Wohnungsblöcke zu errichten, um die Wohnqualität zu steigern und auch die nächsten Einwanderer begrüßen zu dürfen. Aber die Garage hier drüben sollte schon noch gebaut werden. Ja, wir haben ja die ersten Leute in der Klinik. So. Ah, gefischt wird auch schon. So, das nächste Schiff dürfte schon mehr Einwanderer mitbringen. Gut. Die Garage ist auch schon fertig. Ich bin mal sicher, wir können die Dinger jetzt hier mal killen. Die haben da wirklich nichts verloren, die Hütten. So, kommt schon das nächste Schiff? Ja, da kommt es. Und das bringt uns mit. Ja, die Nationalisten. Erdbeben bringt uns mit. Ja, super. Ein Mietshaus, zwei Garagen. Hallo, Tropico! Was gibt's? Kürzlich hat es unsere Insel unter dem Zorn der Natur gerüttelt und geschüttet. Leider gab es bei dem kürzlichen Erdbeben ein Opfer. Die Lieblingsporzellankatze von El Presidente. Der Gedenkgottesdienst findet nächsten Freitag statt. Ich denke, ich kann mich sparen zu sagen, dass die Teilnahme obligatorisch ist. So. Ja, aber wenigstens ein paar Einwanderer bekommen. 3 zu 21, ja super. Jetzt haben wir schon zwei Ärzte. Gut. Gut. Ich komme diesmal echt nicht voran. Kommt mir jedes Mal irgendwie so vor. Aber letzten Endes schaffen wir es dann am Ende doch. Ja, letzten Endes schaffen wir es am Ende doch. Super. Ich sag ja. Heute geht wieder alles schief. So, da wohnen die alle schön drin. Wunderbar. Ja, toll, ich habe die Hütten weggemacht. Das ist nicht, dass ihr hier neue Hütten aufstellt, ihr Idioten. Und die Rebellen greifen an. Na, super. Tapfere Einwohner von Tropico! Wie ich sagte, nehmen unsere revolutionären Brüder und Schwestern den Kampf gegen die Unterdrücker auf und zielen dabei auf das Herz dieses grausamen Regimes. Helft ihnen so gut es geht und unsere gerechte Sache wird obsiegen! So, 17 neue Einwanderer, 6 zu 20. Gut. Weiter Durchbruch gelingen. Gut. Yachthafen bauen. Ja, natürlich. So, Rebellen haben verloren. Yachthafen. Aber ansonsten geht's uns noch gut, ne? So, ein normales Hotel. Dann bekommen sie hier hin nach Möglichkeit. Noch drei Wohnblöcke.
Ich stelle mal auch mal auf hoch. Und genauso wie den hier. Gut. Ich wohne hier unten jetzt schon mal eine gute Anzahl an Leuten. So, dann können hier noch welche wohnen. 14 neue Einwanderer. Ja, jetzt sind wir schon bei 14 zu 18. Ja, langsam wird's. Dürften auch die Ausbildungsreihen voll sein. Ja, gut. Ja, der beschwert sich über die Wohnbedingungen. Und was baue ich? Wohnungen. Ohne Ende baue ich Wohnungen. So. Er kommt nicht faulenzen jetzt. Schön weitermachen. So, wir setzen dann mal hier noch zwei Mietshäuser hin. Heutzutage wenden sich Leute mit einer einzigen Frage an die Regierung. Wann? Wann werde ich meine Hütte verlassen und in ein anständiges Haus umziehen können? Die Antwort liegt auf der Hand. Nie! Nee, meine Freunde, das ist es, was der Präsident für euch hat. Hütten und Elend, das ist das wahre Gesicht des Regimes. Bleibt dran für mehr Wahrheiten von mir, Betty Boom. Das ist gar nicht wahr. Ich habe billige Mietshäuser und Wohnblöcke. Der Rekordzeit, wie ich das hier hochziehe, würde das keiner schaffen. Offiziere, Panikmacher, ja, die wollen mehr Personal haben, das kann ich auch verstehen. So, 13 neue Einwanderer, ja, jetzt sind wir bei 27, 15. Dann können wir jetzt mal ein wenig runterschalten. Das wird sonst auch zu viel für mich. So, ja, das läuft doch schon alles ganz gut. Die beiden Kliniken sind immer noch nicht voll. Wohnhaus steht, so, wir brauchen... erstmal ein Kindheitsmuseum und hier drüben eine Ziegenranch. Gut. Das Hotel haben wir auch fertig. Ah, das wird langsam. Und allerdings haben wir immer noch ziemlich viele Hütten. Komisch, komisch. Wie viele sind das da gar nicht? Das sind doch jeweils, naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72 und teilweise bis zum Doppelten. Also, das müsste eigentlich auch gut passen. Ja klar, Kathedrale, ja. Okay. Super. Natürlich greifen die dann gleich an. Vertreter der religiösen Splittergruppe haben ein offizielles Gesuch an El Presidente gesandt. Sympathisanten der Splittergruppen drohen damit, jeden Tag Evangelien unter dem Palastbalkon von El Presidente zu singen. Und das so lange, bis dieser einen angemessenen Ort wie etwa eine Kathedrale zur Verfügung stellt. Ja, wir werden gleich mal die Löhne erhöhen. Ach. 13, 24, gut. Okay. Okay, 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 okay. Wir verlieren gerade die Strandanlage. Wunderbar.
glaub nicht, dass der eine Soldat noch drei Rebellen tötet. Arbeitsplätze 36, 12. Touristen 2300. Gut. Ja, sehr gut. Strandanlage ist hin. Ja, wenn das nicht super ist. So, dann gibt es hier direkt eine neue. Komm Jungs, ihr müsst mal alles ein bisschen schneller ausbilden hier. Wird doch nicht fertig sonst. Wir brauchen eine Polizeistation. Sache ist hin. Gut, da haben wir ein Kindheitsmuseum. Habt ihr von dem Heim gehört, in dem El Presidente seine Kindheit verbrachte? Ein paar Dinge, die dort betrachtet werden können, sind unter anderem das Holzpferd des Präsidenten, sein Lieblingsteddybär namens Misha, sowie eine Sammlung von Spielzeugsoldaten, welche er benutzte, um schon als Kind vorgespielte Rebellionen niederzuschlagen. Die Oberschulausbildung lässt sich aber auch Zeit heute. So, dann basteln wir gleich noch eine Kirche und bauen die um zur Geheimpolizei. Jetzt schon keine Lust mehr mit den ganzen Rebellen und allem. Ja. Ich arbeite so schnell ich kann dran. So. Gut. Wenigstens die Offiziere sind wieder einigermaßen zufrieden. So. Geheimpolizei. Gut. Gut. Dann gibt es jetzt direkt noch eine Militärbasis. Gibt noch ein paar Soldaten. Und die können also nicht pennen. So, jetzt. Buenos dias, liebe Leute von Tropico. Ich hasse es, derjenige zu sein, der immer die schlechten Nachrichten überbringt. Doch anscheinend tun einige staatsfeindliche Elemente auf der Insel alles dafür, unser blühendes Touristengewerbe zu sabotieren. Der neueste Trend besteht darin, Touristen zu entführen. Mein Rat an ausländische Gäste ist der folgende. Bleiben Sie in Ihren klimatisierten Hotelzimmern und gehen Sie nicht zu weit weg, ohne eine praktische Waffe mit sich zu führen. So. Gut. Haben uns noch ein paar Auslandsspezialisten geholt, damit das mit der Ausbildung hier endlich läuft. Sehr schrecklich, wenn man die ganzen Leute hat und die kommen mit der Ausbildung nicht hinterher. Und dann greifen die Rebellen schon wieder an. Weil ich keine Oberschulbildung habe. Kommt schon, Leute. 16. Selbst die haben 13 geschafft. Eine Armee? Ja, diesmal haben wir gewonnen. Gut, wenigstens etwas. So, sobald die Militärbasis steht, können wir da zumindest auch die Armee modernisieren. Das wäre ja auch schon mal etwas. Kinos werden Touristen bekehren. Naja. Ich hab's Speichern ganz vergessen. Müssen wir noch nachholen.